Stell dir vor, in sternenklarer Nacht stehst du am Fenster und schaust in die tausend Lichter am schwarzen Himmel. Da entdeckst du einen Stern, der anders ist. Nicht auffällig, nur ein wenig anders. Ein ganz besonderer Stern. Stell dir vor, am sternenklaren Himmel steht ein Licht, besonders hell, und schaut auf die dunkle Erde herab. Da entdeckt es ein Kind an einem Fenster, das anders ist, nicht auffällig, nur ein wenig anders. Ein ganz besonderes Kind. Du und du und du. Stell dir vor, dass jedes Kind auf dieser Erde einen ganz besonderen Stern am Himmel sieht und dass jeder Stern einem ganz besonderen Kind seinen Lichtgruß schickt. Stell dir vor, dass jedes Kind auf dieser Erde etwas ganz Besonderes ist. Und all diese besonderen Kinder gilt es zu unterstützen. Kinder stärken, Kinder schützen. So heißt das diesjährige Motto der Sternsinger-Aktion. Jedes Jahr steht ein Thema und ein Beispielland sowie ganz viele Beispielprojekte exemplarisch im Mittelpunkt. Bei der Aktion Drei Königssingen dreht sich deshalb gerade alles um Indonesien und Projekte, die mithilfe der Sternsinger dort finanziert werden können. Weltweit leiden jährlich etwa 1 Milliarde Kinder unter verschiedenen Formen von Gewalt. Das ist jedes zweite Kind. Insbesondere Kinder armer Regionen und Kinder in Notsituationen werden zudem zu Opfer von organisierter Kriminalität und Ausbeutung. Die diesjährige Sternsinger-Aktion bringt uns nahe, dass Kinder überall auf der Welt ein Recht auf Schutz und Kinderrechte haben. In Indonesien genauso wie hier auch in Deutschland. Und sie macht vor allem deutlich, dass es an uns Erwachsenen liegt, dies einzufordern und zu gewährleisten. Stell dir vor, dass jedes Kind auf dieser Erde etwas ganz Besonderes ist. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Nehmt euch vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt werden, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Der Bruder wird den Bruder dem Tod ausliefern und der Vater das Kind, und Kinder werden sich gegen die Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, eine sehr pessimistische Botschaft scheint Jesus heute für uns zu haben. Nehmt euch vor den Menschen in Acht. Das klingt so wie, versteckt euch vor den Menschen, bleibt unter euch, geht nicht hinaus in die Welt, da könnte es gefährlich werden. Aber so ist es nicht gemeint. Das sehen wir schon an dem Zusammenhang, in dem diese Stelle steht im Matthäusevangelium. Sie steht nämlich mitten in der sogenannten Aussendungsrede Jesu, wo er seine Jünger aussendet, dass sie in alle Städte und Ortschaften gehen sollen, um sein Evangelium zu verkünden. Nein, sie sollen sich nicht verstecken, sie sollen nicht unter sich bleiben, sie sollen mutig in die Welt hinausgehen, aber schon mit offenen Augen, schon mit dem Bewusstsein, dass es ein gefährlicher Weg sein kann. Es ist ganz und gar keine idyllische, schöne Weihnachtsgeschichte, die uns da erzählt wird. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es eine Geschichte von Mord und Totschlag, die wir hören. Stephanus wird gesteinigt und Jesus redet davon, dass seine Jünger damit rechnen müssen, dass sie vor die Gerichte gezerrt werden, dass sie verfolgt werden, vielleicht sogar getötet werden. Jesus redet von zwei Gefährdungen. Einmal von außen, er redet von den Statthaltern und Königen, vor denen wir Zeugnis ablegen sollen. Und einmal von innen, ja sogar aus dem intimsten Bereich des menschlichen Lebens, aus der Familie, dass sogar die Familienangehörigen eines Menschen Verräter werden können, ausliefern, dass es da tödlichen Hass geben kann. Das ist keine schöne Botschaft an Weihnachten, wo wir doch gerne harmonische, heile Familie feiern. Aber Jesus weist uns hin auf die Realität unserer Welt. So ist unsere Welt, dass sie nicht eine heile Welt ist. Auch die Familien sind keine heile Welt. Und wir müssen damit rechnen. Natürlich ist es schön, wenn eine Familie glücklich und harmonisch an Weihnachten zusammen feiern kann. Aber wir sollten die Augen aufmachen und die Realität unserer Welt in den Blick nehmen. Vor Statthaltern und Königen sollt ihr Zeugnis ablegen, sagt Jesus. Aber nicht in der Haltung, dass wir uns ängstlich verstecken oder dass wir unterwürfig den Mächtigen nach dem Mund reden, sondern in der Haltung, dass wir selber in königlicher Souveränität reden, dass wir in der Souveränität der Wahrheit, der Güte, der Menschlichkeit, des Gottesgeistes reden können. Ihr Könige, die ihr jetzt unterwegs sein werdet auf unseren Straßen, ihr steht dafür, dass wir diese Haltung als Christen zeigen sollen. Denn wenn ihr euch als Könige verkleidet, dann ist das nicht nur ein Nachspielen einer Szene, die wir in der Bibel lesen. Das hat noch eine viel tiefere Bedeutung, wie wir heute im Evangelium eben erfahren. Wenn ihr hier die Könige seid, dann heißt das, dass wir den falschen Pomp der Könige dieser Welt, der Mächtigen dieser Welt entlarven, die falsche Anmaßung, die Lügen der Mächtigen dieser Welt entlarven und ihnen die wahre königliche Freiheit und Souveränität der Kinder Gottes entgegenstellen. So sollt ihr den Menschen Segen bringen,
So sollt ihr für Jesus Christus und sein Evangelium stehen. So sollt ihr in Freiheit und Gelassenheit zu den Menschen gehen. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen am zweiten Weihnachtsfeiertag, dass Sie mit offenen Augen durch Ihr Leben gehen, dass Sie sich nicht wundern, wenn Sie als Christen auch in Konflikte kommen. Denn wenn wir für Wahrheit, für Menschenwürde einstehen, wenn wir die Lügen der Mächtigen entlarven, wenn wir nicht mitmachen beim falschen Teufelskreis um Macht und Gewalt, dann kann das dieser Welt nicht gefallen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihrem Herzen die Souveränität, die königliche Freiheit der Gotteskinder entdecken. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Boten, Botinnen, die dabei unterwegs sind, etwa unsere Kinder, mit offenen Armen gastfreundlich in ihren Familien aufnehmen. Ich wünsche Ihnen, dass die Weihnachtsfreude ganz tief eindringen kann in Ihr Leben und etwas Gutes und Heilsames bewirken kann. Amen. Thank you.
Gold von fern und nah, die Sternsinger sind wieder da. Wir treten ein bei Arm und Reich, denn vor dem Herrn sind alle gleich. Wir wollen künden euch von dem, was einst geschah zu Bethlehem, als übers Meer und Wüstensand die Weisen kamen vom Morgenland. Die Weisen suchten den Weg in der Nacht, sie sahen das Licht und folgten ihm nach. Nicht Großes und Reiches hat sich gezeigt, zum Kleinen und Armen hat Gott sich geneigt. So wie die Männer damals ziehen wir heute, um die Botschaft zu verkünden an alle Leute. Christus ist Mensch geworden, der Welt zum Segen hat Gott uns seinen einzigen Sohn gegeben. Wir möchten euch heute den Segen bringen, mit euch beten, mit euch singen. Wir segnen euch in euer Heim, hier sollt ihr wohl behütet sein. Es sagen ein herzliches Dankeschön die Sternsinger, die jetzt nun weitergehen. Der Segen bleibt hier für euch unsichtbar. Wir kommen gern wieder im nächsten Jahr.